Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute steigen wir mal ein bisschen in die Schwarz-Weiß-Geschichte ein. Ich bin ein Freund von Schwarz-Weiß-Porträts, insgesamt von Schwarz-Weiß-Bildern, weil da hat der Geist ein bisschen was zu arbeiten und man kann sehr, sehr viel damit erreichen. Okay, ich habe mir ein Bild von Pixabay mal runtergeladen. Ich poste euch nachher diesen Link, dass ihr das auch ausprobieren könnt. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, um ein gutes Ergebnis rauszubekommen. Schwarz-Weiß denken viele, es ist ein ganz einfaches. Das heißt, ich dupliziere hier mal die Ebene, schalte mal die untere und die obere Ebene aus. Die mittlere Ebene ist markiert. Die einfachste Variante ist, ich gehe auf Farben, auf Sättigung. Normal ist es hier auf 1 oder auf ja, 0 und dann ziehe ich mir die Sache einfach mal runter, bestätige es mit OK. Und schon habe ich ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild ohne Farbe. Das heißt, die ganzen farbigen Informationen sind in Grauwerte umgetauscht worden. Und nicht mehr und nicht weniger. So. Aber ich zeige euch jetzt mal was, was man noch aus dem Bild rausholen kann. Dazu schalte ich mir jetzt die mittlere Ebene aus und gehe auf die obere Ebene. Und nun arbeite ich mit Cimic. Cimic hat einen unwahrscheinlich tollen Filter. Und zwar müsste der unter Details sein, genau, und Freaky Details. Ich zeige euch mal, was dieser Filter macht. Nochmal groß. Dieser Filter macht eins. Ihr seht jetzt hier das Originalgesicht. Ich bewege jetzt hier nochmal die Maus. Er nimmt diese Schatten und diese, ich sage jetzt mal, Unreinheiten, verstärkt er es mit Dunkel. So. Ich bestätige mit. Und habe die Originaleinstellungen genommen. Ich bestätige jetzt mit auf OK. Ihr seht, es kommen diese Details kommen stärker raus. So, der nächste Punkt ist, ich gehe auf Farben und dann gehe ich, nein, falsch, auf Farbton Sättigung. Nun habe ich hier Rot, Magenta, Blau, Cyan, Grün und Yellow und habe hier jeweils einen Farbton, den ich den Farben zuwechseln kann, die Helligkeit und die Sättigung. So, und nun gehe ich Schritt für Schritt vor. Ich schaue mir mal die rote Farbe an, nehme die Sättigung raus und sehe, aha, es ist das Gesicht. So, und das Gesicht ziehen wir jetzt mal runter. Wichtig ist, ihr dürft diese Maske jetzt erstmal nicht schließen. So, dann gucke ich mal bei Gelb, was hängt mit Gelb zusammen? Gelb ist gar nichts. So, grün. Ist auch nichts. Cyan. Wir achten jetzt mal ein bisschen auf die Augen. Aha, die Mütze. Ihr seht, ich bewege. Die Mütze ist es. Und die Mütze möchte ich im Endeffekt ein bisschen dunkler haben. Das heißt, normal. Sättigung raus. Und die Helligkeit ziehe ich ganz einfach ein bisschen runter. Ihr seht, die Mütze wird um einiges dunkler. So, blau müssten jetzt mit den Augen zusammenhängen. Ich nehme die Sättigung mal weg. Aha, die Augen werden. Ihr seht, jetzt scheinen die Augen und die Mütze. So, ziehe es mir runter. Nehme die Helligkeit. Und schau mal, was ich hier machen kann. Okay. Jetzt habe ich noch den Rest ist Magenta. Ziehe mir runter. Und sage mir, okay. Hier mache ich mir auch noch ein bisschen Dunkelheit mit rein. Oder ein bisschen Helligkeit. Helligkeit ist gut. Kommen die Konturen mehr raus. So. Hier ist zwar jetzt alles grau, aber ich habe ein ganz anderes Ergebnis. Ich bestätige es mit OK. Und jetzt zeige ich euch nur mal das jetzige, diesen jetzigen Unterschied. Das Bild, wo ich bearbeitet habe und zum normalen Schwarz-Weiß. Bearbeitet, normal Schwarz-Weiß. So, ich gehe nochmal auf die obere Ebene und jetzt kommen wir noch an ein paar Feinheiten. Gehe auf Farben, Werte. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen rumspielen. Das heißt, ich nehme meinen Hellpunkt, setze mir meinen Hellpunkt ein bisschen weiter nach unten.
Wichtig bei einer Schwarz-Weiß-Komposition ist immer, wir müssen einen absoluten Schwarzpunkt haben und wir müssen einen absoluten Weißpunkt haben. Ansonsten kommt dieser Kontrast gar nicht so gut raus. So, den Mittelwert verschiebe ich. Okay, und ihr seht, hier habe ich einen relativ hohen direkten Schwarzanteil und den lasse ich auch, weil würde ich das jetzt weiter wegmachen, würde es mir noch dunkler kommen. Schön und gut, ich könnte mir meinen Schwarzanteil noch ein bisschen weiter runtersetzen. Auf OK. So, wir schauen unser Bild, normales Schwarz-Weiß-Bild. Unser Bild, normales Schwarz-Weiß-Bild. So, jetzt gehen wir noch auf unser Bild weiter. Gehen nochmal auf Farben, gehen auf Kurven. Und wenn ich hier in diesem Kurvenmodus drin bin und ich gehe mit meinem Cursor raus, wechselt es zu einer Pipette. Ich zeige es euch hier oben bei der Mütze. Ich bewege es euch nochmal. Eine Pipette. Jetzt kann ich hier mal in die Augen reingehen und sehe, aha, hier ist der Wert von den Augen. Und dann kann ich jetzt nochmal ein bisschen nach oben ziehen und hier gehe ich ein bisschen weiter nach unten. Ziehen wir das noch ein bisschen nach oben. So, habe hier eine schöne S-Kurve auf OK. Und wenn ich jetzt den Unterschied nehme, normales Schwarz-Weiß-Bild, mein Bild, denke ich, haben wir aus diesem Bild schon sehr, sehr viel rausgeholt mit einem sehr, sehr starken Kontrast. Und natürlich kann ich jetzt noch ein bisschen weitergehen und könnte noch mal weiterspielen. Sage ich, dupliziere mir diese Ebene. Machen wir so. Dupliziere mir diese Ebene. Gehe jetzt noch mal mit meinem Chimic. Ich bin ein Chimic-Freund. Mit Free Key, Black and White. Normal, groß. Gehe jetzt hier mit dem Kontrast höher. Das hier ein bisschen runter. So. Ein bisschen zu hoch. Mir fehlen hier oben noch die Kanten. Okay. Und nochmal eine komplett andere Version mit Chimic Freaky Details, bearbeitet von uns. Einfaches Schwarz-Weiß-Bild, Farbbild. So, ich hoffe, ich habe euch mal ein bisschen einen Blick geben können, ein bisschen weiter zu spielen, zu experimentieren. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch mein Video gefallen hat. Bis dahin, tschüssi, euer Rolf.